Ich begrüße Sie zum Video Was ist Variationsrechnung? Aus der Analysis 1 bzw. aus der Analysis 2 kennen Sie sicherlich folgende Aufgabenstellung. Wir haben eine Funktion gegeben, die ich hier mal mit f bezeichnen möchte, und diese Funktion soll eine Abbildung sein aus einer Teilmenge des R auch n, die ich hier mit d bezeichne, in die Menge der reellen Zahlen hinein. Und gesucht sind jetzt die sogenannten stationären bzw. die kritischen Punkte dieser Funktion. Sie sehen, dass ich hier zwei Abbildungen vorbereitet habe. Links sehen Sie einmal einen Graphen einer Funktion für den Fall n gleich 1 und auf der rechten Seite den Graphen einer Funktion für n gleich 2. Stationäre Punkte liegen zumindest im linken Graphen immer dann vor, wenn sich an diese Funktion eine waagerechte Tangente legen lässt. Das wäre beispielsweise hier rechts der Fall, das zeichne ich hier mal in Rot ein, und auch noch hier links. Und Sie sehen hier, dass hier offensichtlich links ein Sattelpunkt vorliegt und auf der rechten Seite dieser Funktion hätten wir ein Minimum vorliegen. Um solche stationären bzw. kritischen Punkte zu berechnen, gibt es eine sogenannte notwendige Bedingung, die kennen Sie aus der Analysis 1 her, und das möchte ich hier vielleicht nur kurz einmal hinschreiben. Falls diese Funktion differenzierbar ist oder sogar zweimal differenzierbar, dann können Sie aus der notwendigen Bedingung f' von x gleich 0 die kritischen Punkte bestimmen, und mit Hilfe der hinreichenden Bedingung, also mit der zweiten Ableitung, können Sie dann überprüfen, ob es sich bei diesen kritischen Punkten um ein Minimum, Maximum oder um einen Sattelpunkt handelt. Genau dasselbe können Sie machen für den Fall n gleich 2 rechts in dem Bild. Dort müssen Sie allerdings an den Graphen der Funktion keine Tangente anlegen, sondern eine sogenannte Tangentialebene. Und kritische Punkte sind immer dann vorhanden, wenn sich an den Graphen eine Tangentialebene legen lässt, die parallel zur XY-Koordinatenebene liegt. Vielleicht zeichne ich mal eine solche Tangentialebene hier in Blau einmal ein. Sie sehen, wir haben hier offensichtlich einen kritischen Punkt, der zu einem Maximum führen würde, hier vorliegen. Die Tangentialebene deute ich hier mal in Blau an. Dann haben wir hier also zwei Zahlen, nämlich die Zahl y, e, möchte ich sie mal bezeichnen, und xe. Das wäre hier also ein kritischer Punkt für diese Funktion. Und auch hierfür gibt es notwendige Bedingungen. Das kennen Sie ja aus der Analysis 2 her. Die notwendige Bedingung wäre also in diesem Fall hier und auch im höherdimensionalen, wenn Sie so wollen, dass der Gradient der Funktion, in unserem Fall hängt dieser nur von zwei Variablen ab, nämlich von x und y, dass dieser Gradient gerade den Nullvektor ergibt. Und mit der hinreichenden Bedingung, also mit der Hesse-Matrix, können Sie dann überprüfen, ob es sich bei diesen kritischen Punkten um ein Minimum, Maximum oder einen Sattelpunkt handelt. Also kurz einmal zusammengefasst, gesucht war immer oder wurden immer Punkte aus dem R auch n, sodass die Funktion lokal oder vielleicht auch sogar global ein Maximum oder Minimum annimmt. In der Variationsrechnung geht es nun um was ganz anderes. In der Variationsrechnung werden jetzt keine Punkte mehr gesucht, sondern es werden hier Funktionen gesucht, die einen bestimmten Ausdruck extremal machen. Und dazu betrachten wir vielleicht einmal ein ganz einfaches Beispiel. Das ist unser Beispiel Nummer 1. Und zwar wollen wir einmal zwei Punkte in der Ebene betrachten. Dazu zeichnen wir vielleicht zunächst einmal ein Koordinatensystem hier hin. Und wir betrachten hier zwei Punkte, die ich hier bezeichnen möchte mit P1. P1 hat die Koordinaten x1 und y1. Und vielleicht einen zweiten Punkt mit den Koordinaten x2 und y2. Und nun wollen wir diese beiden Punkte einmal durch eine Kurve verbinden. Die zeichne ich hier in Rot vielleicht einmal an und ein. Und zwar wollen wir hier nur solche Funktionen zulassen. Das möchte ich vielleicht auch gleich einmal hinschreiben. Wir wollen hier Funktionen y zulassen, die stetig differenzierbar sind. Also stetig differenzierbar. Und zwar soll diese Funktion folgende Nebenbedingungen immer erfüllen: dass y an der Stelle x1 gleich y1 ist und y an der Stelle x2 soll y2 sein. Das ist
also unsere Voraussetzung. Warum wir diese Voraussetzung machen, das liegt einfach daran, weil wir nämlich jetzt die Bogenlänge bestimmen wollen. Ich muss hier oben vielleicht noch P2 hinschreiben. Die Bogenlänge bestimmen wollen von einer Funktion, die diese beiden Punkte verbindet. Eine solche Funktion zeichne ich hier mal in Rot vielleicht einmal ein. Das wäre eine Möglichkeit, die wir wählen könnten. Das wäre hier also unser y von x, wenn Sie so wollen. Und wie man die Bogenlänge von einer solchen Kurve ausrechnet, das hatte ich gezeigt in der Folge 100 in der Rubrik Analysis 1. Und die Bogenlänge einer Kurve, die hatte ich dort bezeichnet mit den Großbuchstaben L und die berechnet sich aus dem Integral von x1 bis x2 und im Integranten steht dann die Wurzel aus 1 plus, und jetzt kommt die erste Ableitung der Funktion y an der Stelle x und das Ganze zum Quadrat dx. Das finden Sie, das möchte ich hier vielleicht nochmal vermerken, das hatte ich hergeleitet in der Folge Nummer 100 unter der Rubrik Analysis 1. Dort können Sie sich diese Herleitung anschauen. So, wir haben hier also offensichtlich, wie Sie sehen, eine Formel, um diese Bogenlänge auszurechnen. Sie sehen aber, wenn ich hier eine andere Kurve wählen würde, beispielsweise diese hier, die in grün gezeichnet, erhalte ich offensichtlich eine andere Bogenlänge als die Bogenlänge für die rote Kurve. Das heißt, diese Bogenlänge L hängt letztendlich davon ab, was für eine Funktion wir hier wählen, die die beiden Punkte P1 und P2 miteinander verbindet. Das heißt, die Bogenlänge ist eine Funktion von der Funktion y. Und sowas kennzeichnen wir durch eckige Klammern. Wir fügen also hinter dem L eine eckige Klammer hinzu und schreiben dort die Variable hinein. Das ist in unserem Fall jetzt eine Funktion. Und diese Funktion, also diese Bogenlänge in Abhängigkeit von y, liefert uns immer eine reelle Zahl. Wir bezeichnen solche Zusammenhänge, wo also einer Funktion eine reelle Zahl zugeordnet wird, immer als funktional. Also wir können hier kurz sagen, L von y ordnet also jeder Funktion, die die Punkte P1 und P2 miteinander verbindet, immer eine reelle Zahl zu, nämlich die Bogenlänge, und das führt uns dann eben auf den Begriff des Funktionals. Man kann sich jetzt vielleicht fragen, was ist überhaupt der Unterschied zwischen einer Funktion und einem Funktional? Das möchte ich hier rechts vielleicht nochmal hinschreiben. Wenn Sie eine Funktion f von x haben und Sie setzen dort eine Zahl x aus dem Definitionsbereich ein, erhalten Sie den Wert dieser Funktion und dieser Wert dieser Funktion ist dann eine reelle Zahl. Beim Funktional sieht das so aus, wir haben einen Zusammenhang, der allerdings jetzt nicht von x abhängig ist, sondern von einer Funktion. Und ein Funktional ordnet also in unserem Fall einer Funktion eine reelle Zahl zu. Das ist also hier der Unterschied. Und das Funktional kenntlich zu machen, setzt man die Variable jetzt in eckige Klammern, so wie ich das hier für die Bogenlänge auch gemacht habe. Wenn eine Funktion nur von einer Variablen abhängt, setzen wir die Variable in runden Klammern. So kann man das dann leicht auseinanderhalten. Man kann sich jetzt vielleicht noch fragen, durch welche Kurve lassen sich die beiden Punkte P1 und P2 auf kürzesten Wege verbinden? Ja, das kann ich hier in Blau mal einzeichnen, das weiß wohl jeder. Die kürzeste Verbindung in der Ebene zwischen zwei Punkten ist hier immer eine Gerade. Mathematisch gesehen können wir jetzt ja Folgendes fragen. Welche dieser Funktionen, die möglich sind, also die stetig differenzierbar sind und die Randbedingungen erfüllen, liefert uns ein Minimum, also das Integral von x1 bis x2 über diesen Wurzelausdruck 1 plus y' von x zum Quadrat dx liefert uns ein Minimum. Das ist hier die Frage. Und darum geht es auch in der Variationsrechnung letztendlich. Wir suchen also Funktionen immer, die ein Funktional minimieren bzw. maximieren. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, was ein Funktional ist, das Sie schon aus der Schule her sogar wahrscheinlich kennen. Ich definiere mir mal zunächst einmal eine Menge von Funktionen. Also m sei die Menge der Funktion und zwar sollen diese Abbildungen sein aus dem Raum der stetigen Funktion auf dem kompakten Intervall von a bis b in die Menge der reellen Zahlen hinein. Wobei wir ja fordern wollen, nämlich die Randbedingung, dass f von a gleich f von b gleich 0 ist. Das heißt also, wenn wir jetzt solche Funktionen mal betrachten, dann könnten wir auch Folgendes mal betrachten. Wenn wir eine positive Funktion nehmen, die Randbedingungen erfüllt, das heißt, dass die Funktion
auf der x-Achse im Punkte A 0 liefert und im Punkte B auch 0, dann könnte das vielleicht so aussehen, die muss ja stetig sein. Ich mache ja mal ein Beispiel, nein, vielleicht dieses hier. Dann würde diese Funktion ja mit der x-Achse eine Fläche einschließen, die Fläche A. Die Fläche A wäre hier also das Integral von A bis B, dann y von x dx mit y eine beliebige Funktion aus der Menge m. Wählen Sie dagegen eine andere Funktion, beispielsweise die hier in Rot jetzt einmal reinzeichnen, vielleicht diese hier, erhalten Sie natürlich eine andere Fläche, die wahrscheinlich kleiner sein wird als die schwarze Fläche. Das heißt, diese Flächenberechnung oder der Flächenwert hängt davon ab, welche Funktion Sie wählen. Deswegen ist dieses Integral auch ein Funktional. So, ein drittes Beispiel, was ich Ihnen noch näher bringen möchte, also das war das Beispiel Nummer 2. Jetzt betrachten wir mal ein physikalisches Beispiel, vielleicht einmal zur Abwechslung, Beispiel Nummer 3. Und zwar stellen Sie sich einmal vor, dass in einem gelandeten Flugzeug Feuer ausgebrochen ist und die Passagiere das Flugzeug über eine Notrutsche möglichst schnell verlassen müssen. Und die Frage ist jetzt, welche Form müsste diese Notrutsche jetzt annehmen, damit die Passagiere möglichst schnell diese Notrutsche durchlaufen? Und dazu mache ich mir vielleicht noch einmal eine Skizze. Wir stellen uns einmal vor, der Ausgang des Flugzeuges sei hier mal der Punkt Nummer 1 und der Erdboden befindet sich hier unten. Das deute ich mal durch diese gestrichelte Linie an. Hier sei der Punkt Nummer 2. Wir wollen jetzt also eine Rutsche bauen, beispielsweise die, die ich hier in Rot einmal einzeichne, vielleicht diese hier, die so gestaltet sein soll, dass diese Rutsche möglichst schnell durchlaufen wird. Das heißt, diese Kurve, die P1 und P2 miteinander verbindet, soll möglichst schnell durchlaufen werden. Dieses Problem, das ist ein altes Problem, das Bernoulli schon im Jahre 1696 formuliert hat. Und wir wollen jetzt mal versuchen, dieses mathematisch zu formulieren. Zunächst einmal führe ich hier ein Koordinatensystem ein. Die x-Achse verläuft direkt durch den Punkt P1 nach rechts und die y-Achse wähle ich jetzt in diesem Beispiel mal nach unten. Dann hat der Punkt P1 also die Koordinaten 0, 0, wie Sie sehen, und der Punkt P2 möge mal die Koordinaten klein b auf der x-Achse haben und groß b auf der y-Achse. So, wie können wir das jetzt mathematisch formulieren? Wir wissen, dass die Geschwindigkeit, die ja mit v bezeichnet wird, immer die Ableitung des Weges nach der Zeit ist, also in Differentialform ds nach dt. Formal können Sie diese Gleichung auflösen nach der Variablen dt. Das ergibt dann gerade dt ist gleich ds dividiert durch v. Und ds ist gerade das differenzielle Bogenelement. Ich zeichne hier mal ein differenzielles Bogenelement ein und das berechnet sich genauso, wie wir das oben schon im Integral hatten. Das ist nämlich gerade der Integrant der Bogenlänge gewesen. Das heißt, das wäre hier also gerade die Wurzel aus 1 plus y' von x in Klammern zum Quadrat dx und das Ganze dividiert durch v. Jetzt müsste man noch für die Geschwindigkeit einen Formelausdruck gewinnen und dazu eignet sich hier insbesondere der Energieerhaltungssatz. Wir wollen das ganze Problem hier mal etwas vereinfachen. Wir nehmen mal an, dass das ganze System nur unter Einfluss der Schwerkraft steht. Das heißt, wir wollen ja einmal alle Reibungseffekte hier vernachlässigen. Dann können wir den Energieerhaltungssatz verwenden, den Sie wahrscheinlich aus der Schule schon her kennen. Und was besagt dieser? Wenn wir also keine Reibung hier vorliegen haben, dann besagt dieser, dass die kinetische Energie plus die potenzielle Energie für einen Massenpunkt, egal wo sie sich hier auf dieser Bahn befinden, immer konstant sein muss. Das heißt, wenn Sie den Punkt P1 einmal betrachten und wir nehmen einmal an, dass diese Fahrgäste aus dem Flugzeug mit einer Anfangsgeschwindigkeit von v gleich 0 das Flugzeug verlassen und diese Rutsche jetzt hier heruntergleiten, dann bedeutet das doch, dass die kinetische Energie 0 ist und auch die potenzielle Energie ist 0. Das heißt, unsere Konstante muss hier 0 ergeben. Das bedeutet, in einem beliebigen anderen Punkt dieser Bahn, beispielsweise in diesem, den ich mal durch ein Kreuz hier kennzeichne, dann muss gelten, dass die kinetische Energie, die ja bekanntlich ein halb mal Masse mal Geschwindigkeit Quadrat ist,
plus die potenzielle Energie muss immer 0 ergeben. Da ein halb mv² aber immer eine positive Zahl liefert und mit das v ständig größer wird, müssen wir die potenzielle Energie mit einem negativen Vorzeichen berücksichtigen. Und die ist gerade Masse mal Erdbeschleunigung mal Höhe. Und die Höhe ist gerade y in Abhängigkeit von x. Das Ganze können Sie jetzt durch m dividieren und nach v auflösen. Wenn Sie das machen, erhalten Sie v ist gleich plus oder minus die Wurzel aus 2 mal g mal y von x. So, da die Geschwindigkeit aber immer eine positive Zahl ist, können wir hier das negative Vorzeichen ignorieren und setzen wir das Ganze jetzt hier in diese Formel ein. Dann erhalten wir hier, also daraus folgt, dass dt gerade ist, ja, die beiden Wurzeln können wir zusammenfassen zu einer Wurzel. Wir erhalten dann im Zähler 1 plus y' von x zum Quadrat und das Ganze dividiert durch 2 mal g mal y von x und das Ganze dx. So, nun können wir das Ganze integrieren auf beiden Seiten. Wir bilden also das Integral auf der linken Seite und zwar von 0 bis t, wobei t die Fallzeit bedeutet, praktisch die Zeit, die ein Massenpunkt benötigt, um vom Punkt P1 bis zum Punkt P2 zu kommen. Und auf der rechten Seite, da der Integrant ja hier von x abhängig ist, integrieren wir von 0 bis b. So, wenn Sie auf der linken Seite das Integral bilden, das Integral über dt, erhalten Sie als Stammfunktion die Variable t. An der oberen Grenze ausgewertet liefert das also gerade t minus an der untersten Grenze, da erhalten Sie gerade eine 0. Ja, und die 0, die brauchen wir ja nicht berücksichtigen. Sie sehen aber hier, dass diese Zeit t offensichtlich davon abhängt, welche Form der Rutsche wir gerade wählen. Wir könnten ja auch beispielsweise diese Form wählen, die ich hier in grün einmal einzeichne. Das gibt eine andere Zeit als die Zeit, die sich für die rote Kurve ergibt. Das heißt, letztendlich hängt diese Zeit t ab von der Funktion y, die wir hier gerade wählen. Und wir haben hier also, wie Sie sehen, wieder ein sogenanntes Funktional vorliegen. Und wir wollen jetzt dieses Funktional in diesem Fall jetzt hier minimieren. Wir suchen also diejenige Kurve, die die kürzeste Zeit hier ergibt. So ganz allgemein werden wir uns jetzt in den nächsten Videos zunächst einmal mit den einfachsten Variationsproblemen beschäftigen. Und das heißt, wir betrachten jetzt Variationsprobleme, die bezeichne ich jetzt in Zukunft immer mit J in Abhängigkeit von einer gesuchten Funktion Y. Und das ist dann definiert als das Integral von a bis b über eine Funktion, die ich hier mit groß f bezeichnen möchte. Und die hängt dann ab, kann abhängen, sage ich mal lieber, von x, von y von x und von y' von x. Später werden wir auch noch Funktionale betrachten, die von mehreren Variablen abhängen werden und auch von mehreren Funktionen noch abhängig sein werden. Und wir wollen untersuchen, wann wird dieses Funktional extremal. Extremal bedeutet also, wann nimmt dieses Funktional ein Minimum an oder ein Maximum, beziehungsweise wann nimmt dieses Funktional eventuell sogar nur einen Sattelpunkt an. Im nächsten Video werde ich Ihnen dann erklären, warum dieses Teilgebiet der Mathematik überhaupt Variationsrechnung heißt. Und ich werde Ihnen eine notwendige Bedingung herleiten für den Integranten, so dass dieses Funktional auf jeden Fall einen extremalen Wert annehmen kann.